So, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin und hier von München. Ist aber eigentlich eh wurscht, ich habe hier keine Sessions, keine Möglichkeit zu Sessions gerade. Aber wir haben einen schönen Code, 20% Code auf meine Kurse auf liebische.de. Gönn dir, gab es lange nicht mehr, seit Monaten nicht mehr und Valentinstag 20 heißt der für 20%. So, wir haben schöne Mail von jemandem, der schon länger dabei ist und der ganz interessante Erfahrungen mit Standards und Dealbreaker gemacht hat beim Dating und jetzt in einer sehr interessanten Situation ist, die trotzdem so ihre Tücken hat. Aber ja, eine spannende Mail. Oh, ich werde hier schon wieder gekatzt. Oh, Alter. Mann, wieder die Krallen irgendwo. In meinem Pullover, Alter, Walter. Nein, ey. Ah, okay. Aufs und Abs des Liebeship-Weges. Lieber Christian, deine Videos habe ich vor etwas mehr als 2 Jahren entdeckt und sie haben mir seitdem sehr geholfen. Ich habe alle Kurse durchgeackert und bin sehr weit in meine Heilung gekommen. So, dann muss ich jetzt mal runter. Ah, das nervt mich doch, ey. So, danke dafür und vor allen kostenlosen Content, den du bereitstellst. Nun möchte ich dir meine kleine Story erzählen, auf der man den Liebeship auf und ab sich ein bisschen erkennen kann. Nach meiner jahrelangen extrem toxischen Beziehung habe ich 1 Jahr lang Datingpause gemacht und stolperte in erste Datingversuche mit Bindungsängstlern. Im Rahmen einer Challenge aus deinen Bindungsangstkursen habe ich mich auf einer Online-Dating-Plattform angemeldet, um Selbstsicherheit zu lernen und zu schauen, wo meine Mauern sind. Online-Dating war etwas, was ich nie in Betracht gezogen hatte und wovor ich regelrecht Angst hatte, weil dort ja ein für alle sichtliches Profil anlegen müsste. Genau deswegen habe ich es dann aber trotzdem gemacht. Auch hier gab es einige limitierende Glaubenssätze, die ich aber erfolgreich auflösen konnte. Es half mir total dabei zu lernen, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um mich nicht länger klein zu machen. Meine Intention war nicht primär, einen Partner zu finden. Ich wollte einfach etwas üben. Ja gut, irgendwann trifft man dann doch jemanden, ne? Ich traf einen Mann, nennen wir ihn Y, deutlich in der männlichen Polarität, wie ich dachte, mitfühlen, charismatisch, tiefgründig, erfolgreich, gut aussehen, sportlich. Es ging alles ganz gut los, ich war immer darauf bedacht, auf Unstimmigkeiten und mein Bauchgefühl zu achten. Manchmal meldete es sich auch, wenn es um seine vorherige Beziehung ging, aber ich konnte es noch nicht richtig einordnen damals. Wir hatten Spaß, gute Gespräche, super SEX, das war kontinuierlich etc. bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich fragte, ob wir es offiziell machen. Da wir verliebt ineinander waren. Rate, wann das war, ja, ungefähr die 100-Tage-Grenze. Ich würde ja, aber das ist jetzt so rein so eine Geschmackssache, ich würde ja keine 100 Tage warten bis zum Commitment, vor allem, wenn man so viel Sex hat. Wäre mir zu lange, aber der Trend geht ja immer mehr Richtung Unverbindlichkeit. Keine Ahnung, könnt ihr mal in Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Mir wären allerdings 100 Tage zu lange für sowas. Vor allen Dingen, also ich würde ja eher, naja, gerade wenn auch viel Körperlichkeiten im Spiel sind, würde ich persönlich, wäre mein Bedürfnis, das früher klar zu machen zumindest, ne, welche Richtung auch immer, aber dass es wenigstens klar ist. Gerade wenn man jemanden online kennenlernt, wenn es nicht online ist, macht es ein bisschen Ansatz sein, aber das ist meiner Ansicht nach unbedingt nötig. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass natürlich, wenn ihr jetzt Lust habt auf offene Sachen, dass man auch Sachen offen halten kann, nur man will es ja vielleicht wissen, ne? Auch, was weiß ich, aus Safer-Sex-Gründen und so weiter und gibt es viele Gründe, warum man vielleicht wissen will, ob jemand da noch andere Sachen am Start hat, ne? So. Er wiegelte ab, dass er noch nicht jetzt Ja sagen könnte. Weil bla bla Ausrede. Ich roch natürlich das Häufchen, hielt es aber damals nur für Bindungsangst und habe dann brav meine erlernte Trennungskompetenz aus Selbstliebe durchgezogen. Ja, das hat aber oft gar nichts mit Bindungsangst zu tun. Das ist einfach, es gibt Menschen, die wollen einfach nicht in einer kommenden Beziehung sein. Und das muss man akzeptieren. Das denke, das wird auch zunehmen, das Phänomen. Und da muss man sich mit abfinden. Das hat nicht immer mit Bindungsangst zu tun. Ne? Manchmal wollen es Menschen einfach nicht. Ne? Fertig.
aka, hoffe, das spricht mir jetzt richtig aus, ich habe gesagt, wenn ich für dich kein hundertprozentiges Hell Yes bin, dann gehe ich, weil ich Commitment will. Ja, jetzt, glaube ich, schon früher angesprochen. Also bin ich gegangen. Meine Güte, das war echt nicht leicht. Ich war super stolz auf mich, dass ich in der Selbstliebe und im Selbstwert schon so weit gekommen bin. Also auch irgendwie eine empowernde Erfahrung. Ja, gut gemacht. Eine Woche später erzählt er mir dann von seiner jahrelangen offenen Beziehung. Hier bitte den Tusch einfügen, bekommst du. Oh mein Gott, ey. Also jetzt nur, dass es mal richtig verstanden wird hier jetzt. Also er hatte, das hasse ich ja an Leuten, ich hasse es wie die fucking Pest, Leute. Wenn Leute in der offenen Beziehung, also meinen, ich sag's vor allen Dingen meinen, in der offenen Beziehung zu sein, daten jemand anders und denken, ja, nur weil sie in einer offenen Beziehung sind, müssen sie da nichts von sagen, ey. Oh, vor allen Dingen muss man ja vielleicht nicht auf dem ersten Date, aber monatelang startet ja was und jetzt die große Frage, weiß die Frau von diesem Typen überhaupt, dass sie in einer offenen Beziehung sind, weil ich sag's gerne nochmal, 42% sind nicht Single auf Tinder. Es ist einfach ein absoluter fucking Irrsinn. Es ist einfach ein Irrsinn. Ich weiß nicht, ob du auf Tinder warst, aber es wird woanders ähnlich sein. Und die Welt ist einfach, ich verzweifle an der Welt manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das für ein Scheiß hier manchmal? Er hat sich für sein Verhalten entschuldigt und begründet, dass er vorher noch nie in der Situation war, sich in eine andere Frau verliebt zu haben. Und dass er Angst hatte, mich zu verlieren, würde er es mir erzählen. Ja, es sind immer die gleichen Gründe. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum ich den Scheiß, den ich mache, warum ich meine, der ist gerechtfertigt. Ich bin eine arme Sau, ich hatte eine schlechte Kindheit, ich wollte dich nicht verlieren. Das Wetter ist gerade so schlecht, mein Kanarienvogel ist krank, die Müllabfuhr ist nicht gekommen. Ja, und daraus, ja, deswegen darf ich das jetzt. Ich meine, das ist menschlich, aber das ist einer der Gründe, warum wir in diesem Scheiß hier hocken. Weil jeder mal denkt, ja, ich darf das. Oh, das triggert mich das an, ey. Meine Güte, ey. Okay. Er kannte meine Vorgeschichte, meine Standards und Dealbreaker und hat trotzdem gelogen. Ja, Menschen interessiert, also ich weiß nicht, ob es doch irgendwelche Menschen gibt, die sich dafür interessieren, dass sie nicht lügen oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich auch sehr geprägt jetzt durch diese ganzen E-Mails. Ich hoffe, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt, wo Menschen irgendwie nicht so viel lügen und noch irgendwie Respekt haben vor einem anderen Menschen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch alles auf dem Abwärtsgang. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Bin ja natürlich auch in so einer Blase hier immer unterwegs. Uff, ich kann seine Situation natürlich etwas nachvollziehen. Oh, was willst du, warum? Wofür? Klammer auf, typisch, haha, blieb aber mein Standard. Er wollte seine langjährige Beziehung beenden und nach etwas Zeit schauen, ob dann bei uns noch eine Chance besteht. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich will einmal ehrlich sein, für mich wäre der Typ gestorben. Absolut gestorben bis, weiß ich nicht, bis zum Jahre 3778. Der wäre einfach durch für mich. Ich würde eigentlich denken, was für ein fucking, ach Gott, ey. Das bringt nichts, sich aufzuregen, ey. Aber, naja, ich würde dem wirklich keinen Kanarienvogel mehr anvertrauen, wirklich. Also, aber gut, das machen ja alle, jeder macht es, wie er meint und ist, wie es ist. Genau. So, das Problem ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht, das will ich mal ganz klar machen, mein Problem, was ich hier habe, ist dieses Gelüge. Mein Problem ist jetzt nicht, dass er vielleicht sagt, du, was wir, komm zusammen, du sagst, ich möchte Commitment, er sagt, nee, sorry, ich bin in offenen Beziehungen, möchte ich nicht, und ihr euch da beide eure abarbeitet an euren Standards. Das ist alles normal, das wird, lässt sich nicht vermeiden. Was mich hier so anträgt, ist Lügen. Ne? Das sage ich ganz klar, nicht, dass man sich da zusammenfinden muss mit seinen Beziehungsvorstellungen. So, ne? Das ist nicht der Punkt. Deswegen gut,
hast es zwar spät gemacht, gut, dass du es gemacht hast, aber meiner Ansicht nach, aber ich kann es jetzt nur aus so einer Mail sehen, du hast natürlich viel mehr Informationen, guckst du da ein bisschen nachsichtig drauf, so ist meine Meinung, ne? Ja, wir ritten eine Weile und machten erstmal keinen Kontakt aus. Ein paar Tage und WhatsApp-Missverständnisse. Später war ich eigentlich überzeugend, dass von ihm zwar kommen würde und versuchte mit der Sache abzuschließen. Es kommen jetzt ein paar spirituell spannende Details, die dich bestimmt interessieren. Ein paar Monate später habe ich einen großen Durchbruch in der inneren Kindarbeit gehabt, nachdem ich noch ein paar Mal einen anderen Hardcore-Bindungsängstler, nennen wir ihn Z, getroffen habe und den Impuls aus der Begegnung mitgenommen habe, um tief in mir zu schauen. Ich habe mich getraut zu surrendern, also sich dem Universum zu übergeben, ne? So Step 1 bei SLAA. Und alles dem Universum zu übergeben. Das war sehr transformativ. Ich habe seither einen super Kontakt zu meinem inneren Kind und kann gut sehen, wer wann am Steuer ist und bewusst die Erwachsenen wieder reinholen. Bin zwar manchmal noch im Ego, aber ich erkenne es ganz gut mittlerweile. Ich kann zum ersten Mal in meinem Leben sagen, dass ich mich wirklich in mir angekommen bin. Ich fühle meine Kraft und bin im Flow, habe losgelassen und Vertrauen ins Universum. Lebe mein Selbstgefühl noch stärker als vorher und vielleicht das Entscheidende, ich bin alleine glücklich und in der Fülle. Während ich noch den anderen Typen Z getroffen habe, habe ich mir versucht zu manifestieren, dass ich bis Ende des Monats irgendwann einen Partner haben möchte. Es aber nicht zwingend dieser sein muss. Mein Bauchgefühl wusste schon, dass es nicht klappen wird. Es war für mich ein Experiment. Ich meine, an sich nach hängst du noch zu sehr an Bindungsängstlern, Vermeidern, was auch immer. Es war für mich ein Experiment und ich habe nicht so richtig dran geglaubt irgendwie. Ich hatte meine Bedenken. Oh, diese Katze, ey. Sag mal, was willst du denn jetzt? Oh, Mann. Oh. Die sich nicht immer in meine Klamotten so reinlegen würde, wäre schon viel gewonnen, ne? So, ich hatte Bedenken, weil ich natürlich nicht so eine Neediness bzw. Mangelenergie aussenden wollte, aber gleichzeitig auch versuchen wollte, mir meinen Wunsch nach einer gesunden, nahen Partnerschaft einzugestehen. Denn nun weiß ich, dass ich es verdient habe, echte Liebe zuzulassen. Ja, meine Liebe gibt es aber auch außerhalb von Partnerschaften, ne? Ohne etwas dafür leisten zu müssen. Ich habe mir also zusätzlich vorgenommen, mich einer Beziehung mit echter Nähe zu öffnen und dabei freigelassen, wann und mit wem diese eintreten wird. Naja, vielleicht hättest du auslassen sollen, dass es welche aus deiner Vergangenheit sind, aber man manifestiert sich eben immer, was man sich manifestiert, ne? So. Einmal habe ich so vor mich hingesagt, dass Y sich ja mal melden könnte, um alles zu erklären, weil mich die letzten Monate geärgert hatte, ich nochmal meine Meinung zu den erwähnten Missverständnissen kundzutun. Ja, ich halte ja von diesen Gesprächen gar nichts, aber wann, er hat dich belogen, also was willst du denn auch reden? Ich habe mich damals verletzt zurückgezogen und hatte seitdem das Gefühl, dass noch etwas ungeklärt wäre, wollte aber gleichzeitig nicht von mir aus den Kontakt suchen. Naja, merkst du, wie du immer noch drin hängst in der Schleife mit dem so? Naja, aber it's up to you, das müsst du wissen. Wenige Tage später habe ich Bändertrennenübungen bezüglich Y und Z gemacht und es fühlte sich sehr effektiv an. Vorher hatte ich es scheinbar nur Treibersache gemacht. Die folgenden Tage habe ich einfach mein nice geiles Leben genossen und nicht mehr an die ganzen Sachen gedacht. Und schon kommt eine Nachricht von Y. Oh, das ist ja oft nach dem Bändertrennen, ja. Ich ließ mich auf Schriftverkehr ein, weil ich die Möglichkeit nutzen wollte, um endlich nachzuholen, was ich damals nicht mehr geschrieben hatte. Naja, ich bin, also die Liebessüchtige, ich will jetzt nicht sagen, dass du liebessüchtig warst, also ich sag's nur, ich nenne sie mal so, die liebessüchtige innere Stimme ist wirklich schlau und die sagt dann immer, ach, ich wollte ja nur noch mal mit ihm reden und was weiß ich, aber letzten Endes hängst du noch drin in der Sache, ne, mit ihm, ne? Das darf man sich nichts vormachen, glaube ich, ne? Obwohl er dich so krass angelogen hat, ich meine, ist das wirklich Dealbreaker? Bist du noch, meiner Ansicht nach, bist du da extrem nachsichtig, so.
Ich wollte die Erfahrung eines Nachtrennungsgesprächs einmal machen, weil ich sowas noch nie hatte und schauen, wie schnell ich wieder in meine inneren Kind-Themen und Fantasiewelt reingezogen werde. Er erzählte mir, dass er mich nicht vergessen konnte. Ja, klar. Und hinterher an mich gedacht hat. Ja. Worte sind geduldig. Seine langjährige Beziehung hat er nach unserem Gespräch tatsächlich beendet. Also jetzt kommt so der neue Twist, den du dir natürlich erarbeitet hast durch deine Standards. Ne? Klar, aber ich würde mich ja mehr mitfreuen, wenn er dich nicht knallhart belogen hätte. So, ne? Also. Und hat in der Zwischenzeit Datingpause gemacht. Ja, du weißt es nicht. Also ich weiß nicht, ich bin einfach. Ich meine, ihr müsst mir wirklich nachsehen. Ich kann diese ganzen Sachen einfach nicht mehr glauben. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich will ihm nichts unterstellen. Ich glaube nur, sobald ich mich hier in dieser Blase bewege, glaube ich erstmal nichts mehr. Gar nichts. Also es wird so viel Scheiße erzählt. Aber ich will dem jetzt nichts unterstellen. Aber ich würde, also, ich meine, er hat dich schon mal angelogen. Woher weißt du, dass das stimmt? Weil es muss nichts stimmen davon. Vielleicht hat sie ihm einfach nur abgeschossen. Und er hat überhaupt keine Datingpause gemacht und jetzt guckt er sein, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, ne, guckt sein schwarzes Notizbuch durch und ja, fängt erstmal bei dir an, so, aber das jetzt, naja. Laut seiner Aussage meldet er sich jetzt erst, weil er mich nicht zu seiner Trostbeziehung machen wollte und ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also ich habe da nicht so ein ganz gutes Bauchgefühl, aber ich hoffe, ich habe Unrecht. Meine Standards und Dealbreaker sind eigentlich klar und wir wissen ja alle als fleißige ZuschauerInnen, dass hier das echte Liebe nicht wehtut und dass solche Beziehungen starts allerhöchstens bei der Cousine, der Freundin, der Tante, des Onkels, des Nachbarns und einem fernen Bekannten aus dem Pfefferland doch noch beim zweiten Versuch funktioniert haben. So ist es. Er weiß also, dass ich ihm keine weitere Chance geben möchte. Na, er weiß auf jeden Fall, dass du da grundsätzlich noch offen für bist. Das wird man zumindest merken, denke ich. Ich wünsche mir einen ehrlichen, loyalen Partner und sehe das nämlich wirklich so. Nee, ich auch nicht. Was ich ihm auch unverblümt mitgeteilt habe. Ja, auch ehemals Co-Abhängige können ihre Angst verlieren, Dinge geradeaus zu sagen. Ja, das hast du erreicht. Das ist auch ein großer Schritt. Also auch super. Nur, ich meine, du redest immer noch mit ihnen, obwohl er dich knallhart angelogen hat. Also, weiß ich nicht. Ich kenne aus meinem Leben die Phase, in der du jetzt bist. Ich musste dann, vielleicht bleibt dir das erspart, musste dann noch weitergehen und weiß nicht, ich finde einfach, sobald mich jemand angelogen hat, ist für mich die Person einfach gestorben oder sich illoyal verhalten hat und ich weiß nicht, natürlich kann man jemandem eine zweite Chance geben, natürlich, nur wir wissen ja, ich mache das gar nicht hier sagen, weil wir wissen alle, was das Problem mit Pluspol ist, dass man immer noch eine Chance und ich will das jetzt nicht ausschließen, weil jemand, mit dem man eine lange Geschichte hat oder jemand aus der Familie oder ich weiß es nicht, ne? Aber hier noch eine zweite Chance. Du bist echt mutig. Du bist echt mutig, ja. Wirklich, ja. Und was ist denn jetzt mit der offenen Beziehung? Es will auf einmal keine offene Beziehung mehr oder was? Also du musst mir unbedingt nochmal schreiben in 3 Monaten. Wirklich. Also ich würde es nicht machen, sage ich ganz ehrlich, aber macht ja eh jeder, was er will, weiß ich auch. Sollt ihr auch, macht eure eigenen Erfahrungen und naja. So, hatte auch immer das Gefühl, dass wenn er mal diese große Sache mit dem monatelangen Lügen aus egoistischen Gründen mal ausklappert, schwer, ich weiß, ein guter Kerl ist. Mann! Ja, ich sag ja immer, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber ich sag ja mal, sagen wir es mal anders, Nordkorea geht auch mal schönes Wetter, ja. Und du kannst mir nicht sagen, dass es ein guter Kerl ist, wenn er dich monatelang angelogen hat. Hey! Oh. Also ich meine, auf der Basis sind wir alle gute Kerle und Kerlinnen, weil das kann man auch so sehen, auf einer höheren spirituellen Ebene kann man sagen, wir sind alle lichte Seelen, die hier irgendwie eine schwierige Erfahrung machen und das kann man über jeden sagen, aber so wie du das jetzt hier machst, ja, ist ein feiner Kerl, meinetwegen, der dich krass angelogen hat.
Aber wie du willst, gib ihm eine zweite Chance. Dein Leben. Ich will auch niemanden von abbringen, wie gesagt. Mach es, aber ja, ich wüsste nicht, wo man dich nicht nochmal anlügen sollte. Aber vielleicht bin ich gesagt nicht dazu negativ. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich wüsste auch nicht, warum er nicht weiter offene Beziehungen haben sollen wollte. Warum sollte das jetzt auf einmal nicht mehr der Fall sein, weil du so toll bist? Das denkt man immer, ne? Weil ich so toll bin, will er das jetzt nicht mehr. Aber es hat damit gar nichts zu tun. Das ist seine Einstellung, die er zu Dating hat, ne? Warum sollte das jetzt nicht mehr der Fall sein, ne? Ich habe früher solche Sachen auch gedacht, ne? Weil ich so drauf habe und so cool bin. Verhalten sich mit mir Frauen anders, als sich vielleicht vorher verhalten haben. Das habe ich auch nicht hingekriegt. Also, ne? Wir haben gut zusammengepasst von den äußeren Umständen. Ja, gut, was soll man dazu sagen? Das Gespräch fühlt sich aufrichtig an. Ja, du möchtest es einfach. Man merkt einfach, du möchtest ihm eine zweite Chance geben. Ja, mach es. Ja, du bist halt sehr risikobereiter Mensch, offensichtlich. Ja, ne? Das ist, wenn ich jetzt hier irgendwie eine schwarze Tiefschneeabfahrt runterfahre und lege mich 27 Mal auf die Fresse, was weiß ich, weil, keine Ahnung, weil da Sprünge drin sind und ich weiß nicht was, kann ich auch sagen, ja, ich mache es jetzt nochmal, nur, na gut, das ist eigentlich ein schlechter Vergleich, weil bei so Sachen außerhalb von Beziehungen wird man ja auch immer besser und diese Beziehungen werden aber meistens nicht besser. So, ne? Aber klar, da kann man sagen, ja okay, ich habe mir schon total die Nase aufgeschürft, ich mache das Gleiche jetzt nochmal. Kann man natürlich machen. Ne? Aber oh Mann, ey. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Was kann ich sagen soll. Jetzt frage ich natürlich auch, inwieweit meine Traumata aus der Vergangenheit noch meine Sicht auf die Dinge trüben. Ich habe natürlich noch kleine Zweifel, ob er da jetzt wirklich überall die Wahrheit sagt. Bestimmt sagt er jetzt die Wahrheit. Hatte ich nur monatelang angelogen? Oder ob ich von seinem Charme weiterhin verzaubert bin? Das auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist alles menschlich. Also ich will da jetzt, was soll man dazu sagen? Es ist menschlich. Aber wenn ihr mir schreibt, kriege ich ja auch eine ehrliche Antwort, ne? Bin auch relativ sicher, weil ich es beurteilen kann, dass er keine manipulierende Person ist. Also das verstehe ich nicht. Hätte ich doch monatelang, das schreibst du doch hier, oder nicht? Dass er dich monatelang angelogen hat. Oder habe ich das jetzt überlesen? Auch wenn er diese große Sache mit monatelangen Lügen aus egoistischen Gründen, warum ist er denn jetzt nicht manipulativ? Das ist doch total manipulativ. Ich verstehe es nicht. Hilf mir, ich verstehe es nicht. Okay. Und hier auch vielleicht einen kleinen Minuspol-Tendenz, keine andere Sache dahinter steckt. Da ist doch schon, wo suchst du noch Sachen, wenn du es schon in the face hast? Lügen und eine Geschichte von offener Beziehung. Wie gesagt, das muss auch gar nichts mit Bindungsangst zu tun haben. Also Leute haben ja eine völlig falsche Vorstellung, weil bei dir weiß ich es nicht, du bist ja aber falsche Vorstellungen von Bindungsangst. Viele wollen, sie wollen einfach keine committeden Beziehungen führen. Kriegt man vielleicht den Kopf nicht rein, wenn man es selber so toll findet. Aber viele, auch Männer, vielleicht mehr, weiß ich nicht, wollen es einfach nicht. Sie wollen es nicht. Sie wollen es einfach nicht. Das muss auch keine, das ist einfach eine Lebenseinstellung. Das muss keine Bindungsangst sein, so, ne? Das Gespräch fühlte sich gut an. Ja, das ist immer schön, wenn man wieder kleine Dopaminschauer kriegt, aber dangerous, dangerous. Dein inneres Kind freut sich jetzt natürlich, ne? Er hat sich geändert und zieht es jetzt ein und klar fühlt sich das gut an, ne? Auch das Bauchgefühl, und ich bin auch froh darum, dass jetzt alles ausgesprochen ist, auch wenn es natürlich wehtut, die Sache loszulassen und nicht wieder eine Beziehungsanbahnung zuzulassen. So, jetzt habe ich gerade geguckt, ob du jetzt eigentlich einen Versuch machen willst oder nicht. Also das ist, ich lese es einfach mal weiter.
Eine Frage bleibt jetzt noch offen und ich komme mir schon fast ein bisschen esoterisch vor, das zu fragen, aber inwieweit hat das Universum seine Finger im Spiel? Ist es A, die Antwort auf meinen Wunsch, dass ich bis Ende Monat XY gerne einen Partner präsentiert haben wollte? Zeitlich hätte es genau gepasst. Du, das Universum ist komplett neutral. Du hast ja auch oben gesagt, du manifestierst dir einen Partner. Es kann auch einer der Alten sein. Und das Universum geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Ne? Und dann schickt sie halt den Alten wieder, sag ich mal. Ne? Also, wenn man das jetzt spirituell argumentieren will, klar. Oder es ist B, ein Test, um zu schauen, wie weit ich meine Bindungsmuster bearbeitet habe. Und wie leicht ich rückfällig werde. Ja, das auf jeden Fall auch. Ne? C ist einfach nur die Bändertrennübung daran schuld. Ja, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Das ist einfach eine Beobachtung. Ich kann das ja nicht belegen. Also das weiß ich natürlich nicht. D, ich einfach laber ich gerade einfach Müll und ist alles nur Zufall. Ja, ich glaube ja nicht an Zufälle. Also ich nicht. Schon alles ein bisschen verrückt manchmal. Auf jeden Fall ist das alles ganz spannend für mich zu beobachten und ich bin sehr glücklich darüber zu merken, dass ich für mich und meine Wünsche einstehen kann, auch wenn es weh tut. Ich weiß, dass ich auch alleine glücklich bin, aber ich merke eben auch, dass ich darüber nachdenke, ob es nicht doch noch einmal ein Versuch mit ihm wert wäre. Also, ich dachte schon, ich hätte das falsch verstanden. Okay. Ich will auf keinen Fall riskieren, wieder in einer für mich ungesunden Situation zu landen, mit etwas verwirrt darüber, was ich mir eher illusioniere und was realistisch erscheint. Was sagst du dazu? Ja, ich würde ihm auf gar keinen Fall noch eine Chance geben. Aber du machst, was du willst, was du für richtig hältst. Wenn du ihm eine Chance gibst, schreib mir unbedingt nochmal in 3 Monaten. Ansonsten, warum muss es denn jetzt der sein, der dich belogen hat? Date doch weiter und brich den Kontakt ab zu dem. Ich weiß nicht. Aber mach, wie du meinst, dein Leben. Ne? Ich hoffe, mein Text einen netten Einblick in die Tücken des Liebeswegs gegeben hat. Ja, absolut. Super E-Mail. Richtig gut. Und ich glaube, an dem Punkt sind tatsächlich viele, dass sie, und das ist auch der Punkt, wo die Tests des Universums kommen, das würde ich schon sagen, wo man es eigentlich verstanden hat, man grenzt sich auch ab und dann, wird eben, legt das Universum nach, ne, dann sagt es, okay, ich lege noch hier einen oben drauf, ne, nimmst du jetzt den Shitburger an, ne, das kriegst du noch eine Entschuldigung, kriegst du noch, hab mich jetzt getrennt, nimmst du es jetzt und ich weiß nicht, wie das bei euch, das Universum bei euch funktioniert. Bei mir hat es so funktioniert, dass ich jedes Mal, wenn ich nur wieder ein bisschen schwach geworden bin und nur wieder ein bisschen Chancen gegeben hat und vielleicht hat sich ja doch irgendwas geändert, immer wieder in die Fresse, immer wieder. Und ich bin super streng geworden und hätte nie gedacht, dass ich mal an dem Punkt komme in meinem Leben. Ich finde schon manchmal fast krass und fast auch ein bisschen schade, so, weil ich bin extrem streng in Kontakten und außer jetzt, also mit Leuten, die mir nichts getan haben, bin ich natürlich total nett und so, ne, meistens, aber mit Leuten, wo was schiefgelaufen ist, ich meine, ich versuche nicht zu werten, wir alle sind hier auf dem Weg, aber es ist für mich alles klar, ja, lassen wir es mal dabei, so, ne? Und natürlich, ich wäre schon bereit, im Freundschaftsbereich und so, wäre ich schon bereit, Leuten immer wieder eine Chance zu geben, weil da dieses Liebessucht-Ding so drin ist. Aber jetzt solche Storys wie, so, ich habe dich 2 Monate lang betrogen, aber jetzt bin ich anders, würde ich niemandem mehr abnehmen. Also das, ich sage immer, was so Liebesbeziehungen angeht, jeder hat eine Chance in meinem Leben. Und wenn er die verpatzt, ist sie verpatzt, fertig. Und weiß nicht, also das war, ist eine Devise, mit der ich jetzt mache und dann ist der Ofen aus, fertig, ne, dann ist Chance vertan und dann muss es halt anders weitergehen, ne, gibt ja genug Menschen, aber letztlich müsst ihr wissen, ne, was ihr macht. Vielen Dank fürs Lesen, ein paar Eckdaten, achso, soll ich nicht vorlesen, alles klar. Ja, wusste ich auch schon, Kindernamen. Genau. Ja, hoffe, war nicht zu hart mit dir, war nett gemeint. Ich kann das total verstehen und naja, aber ich glaube eigentlich ist der Fall relativ klar, aber naja, könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das seht. Danke fürs Zuhören und ciao.